Herzlich willkommen, Frau Gamer, Zach McFly, wieder am Start hier mit einem neuen Review. Diesmal stelle ich euch I Am Hungry VR vor, wovon ich die Tage bereits ein Let's Play Video gemacht habe, und hier gehen wir jetzt nochmal ein bisschen in die Details. Das Spiel von dem Publisher Viking Corps, die unter anderem für solche Titel wie Drone Striker, 18 Floors oder zum Beispiel Unearthing Mars, also ein bekannter PlayStation VR Publisher, macht uns nun zum Imbissbudenbesitzer. Das Spiel hat einen Karrieremodus, wo euch zwei Städte zur Verfügung stehen mit jeweils 18 Leveln. Der Herausforderungsmodus ist im Prinzip ein Unendlichkeitsmodus, in dem es nur darum geht, Punkte zu sammeln. Dafür habt ihr auch einen Leaderboard und könnt euch mit anderen Leuten auf der Welt messen. Der dritte Punkt, das Ausrüstungsupgrade, lässt euch eure Maschinen upgraden. Jedoch muss ich sagen, die Preise sind sehr, sehr teuer. Also nach der ersten Stadt ungefähr, Small Town, hatte ich die Hälfte für eins dieser Upgrades zur Verfügung. Also man hört schon raus, es ist sehr, sehr grindy, bis man dann mal alle vier auf Level 2 hat, und dann gibt es auch noch ein drittes Level, wie ich den Trophäen entnehmen konnte. Durch die Upgrades bekommt ihr je nachdem neue Sorten oder könnt die jeweilige Zutat deutlich schneller herstellen. Die Einstellungen lassen euch nur die Sprache auswählen. Das Spiel ist in Deutsch, das ist schon mal positiv zu erwähnen. Man kann die Musiklautstärke und die Effektlautstärke einstellen oder ob man das Spiel im Stehen oder im Sitzen zocken möchte. Da man die ganze Zeit im Imbisswagen steht, keine großen Bewegungen hat, gibt es keine Motion Sickness Probleme, weshalb auch weitere Einstellungen nicht unbedingt notwendig sind. Die Grafik von I Am Hungry VR ist auf jeden Fall ziemlich gut. Klar, wir haben hier diesen Cell-Shading-Look, aber es ist alles sehr klar, man hat nicht großes Kantenflimmern und es tut nicht in den Augen weh, sagen wir mal so. Für solch ein Fun-Game auf jeden Fall schon eine höherwertigere Grafik. Mit viel Liebe zum Detail, speziell in diesem Imbisswagen. Man kann sich auch umschauen und mit den ganzen Ausrüstungsupgrades ändert sich auch immer wieder was im Interieur, im Hintergrund. Der ganze Imbisswagen verändert sich, motiviert zum Freischalten. Würde ich jetzt gerne sagen, aber wie eben schon erwähnt, es ist wirklich extrem grindy. Und hinzu kommt auch noch der Glücksfaktor in dem Spiel, der einen das Ganze auf jeden Fall nicht leichter macht. Denn jeder dieser Kunden hat seine Eigenheiten. Wir haben Kunden, die haben sehr, sehr große Bestellungen. Wir haben Kunden, die sehr, sehr lange brauchen, bis sie wissen, was sie essen wollen, bis sie ihr Geld rausgekramt haben. Und dadurch, dass die Kunden jedes Mal random einem vor die Füße geworfen werden, kann es halt auch sein, dass man einfach Pech hat, immer wieder diese lahme Trantüte da bekommt. Und egal wie schnell man ist, man hat einfach keine Chance, die drei Sterne zu erreichen. Prinzipiell steht einem vom Gameplay her nichts im Weg. Das Tracking hat sehr gut und intuitiv funktioniert. Ich wusste relativ schnell, was zu tun ist, und mit etwas Übung war es dann auch nicht mehr das Problem, zum Beispiel einen Kunden zu bedienen und gleichzeitig die Pommesmaschine zu füllen oder ein Softeis herzustellen. Das erleichtert auf jeden Fall die Arbeit immens und ist natürlich auch für den Spaßfaktor nicht unwesentlich, weil so ein schlechtes Tracking, wir wissen es alle, kann so ein Spiel schon komplett kaputt machen. Um die Zutaten, ich sag mal, ein wenig künstlich zu erweitern, gibt es auch noch Spezialzutaten, so nenne ich sie mal. Ich glaube, im Video habe ich sie die Zauberzutaten genannt. Nehmen wir zum Beispiel einen Patty, schlagen wir ihn auf den Tisch, ist das ein goldener Patty. Was genau das jetzt bedeutet, fragt mich nicht. Allerdings kann ich schon mal sagen, die Anleitungen, wie man hier sehen kann,
sind nicht wirklich aussagekräftig. Man denkt, man hat es verstanden und dann kommt die Situation im Spiel und es klappt einfach nicht. Man weiß nicht mehr, was man tun soll. Und ja, das ist leider ein bisschen blöd gelaufen. Da hätte man vielleicht mit einem Vorschau-Video das Ganze noch etwas klarer machen können. Wer also generell auf solche Fun-Spiele steht, dem kann ich nur sagen, schlag zu. I'm Hungry ist hier wirklich ein Paradebeispiel. Es ist nicht so durchgeknallt wie zum Beispiel ein Dead Hungry. Dadurch gibt es hier andere Faktoren, wie zum Beispiel die verschiedenen Kundenwünsche, die dem Ganzen etwas Abwechslung bringen. Und ja, wie gesagt, es steuert sich gut, es sieht gut aus. Und ja, jetzt muss man nur noch überlegen, ob einem die 18 Euro dieser Spaß wert sind. Für mich, ehrlich gesagt, war es ein kurzweiliger Spaß. Ich habe ein, zwei Stündchen gezockt. Hatte auch wirklich viel Spaß dabei, aber nachdem ich dann spätestens nach den ersten 10, 15 Leveln auf meinen Kontostand geguckt habe und gesehen habe, wie weit das nächste Upgrade noch entfernt ist, muss ich sagen, ist bei mir ein wenig die Lust vergangen und habe mich wieder anderen Spielen zugewendet. Hinterlasst natürlich ein Like, abonniert den Kanal und wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf die Glocke.